Ja, hallo liebe Zeitgenossin, lieber Zeitgenosse. Laut, leise, aufdringlich, zurückhaltend, selbstbewusst oder doch eher schüchtern. Die Persönlichkeit ist genauso einzigartig wie der Fingerabdruck eines jeden Menschen. Sie legt praktisch fest, wie wir auf schwierige Situationen reagieren, wofür wir uns begeistern können und was auf der anderen Seite uns möglicherweise schwerfällt. Heute bei mir zu Gast ist Professor Julius Kuhl und Julius Kuhl ist ein echtes Schwergewicht der Persönlichkeitspsychologie. Er war bis 2015 über 30 Jahre Inhaber des Lehrstuhls für Persönlichkeitspsychologie an der Universität in Osnabrück. Zuvor hatte er unter anderem auch in Stanford geforscht und arbeitete am Max-Planck-Institut für psychologische Forschung in München. Er hat praktisch sein ganzes Forscherleben dem Thema Persönlichkeit gewidmet und dabei rausgekommen ist ein Modell, die sogenannte PSI-Theorie, Persönlichkeitssystem-Interaktionstheorie, das bis dato vermutlich umfassendste Modell zur Erklärung der menschlichen Persönlichkeit weltweit. Zugegeben, das Gespräch hat echt lange gedauert. Professor Kuhl hat sich fast 2 Stunden Zeit genommen. Deshalb haben wir das Gespräch für dich in 2 Hälften geteilt. Nimm dir ausreichend Zeit für diese Ausgabe, denn es warten einige spannende Erkenntnisse auf dich. Wer bin ich? Wie ticke ich? Wie gehe ich selbstgesetzte Ziele an? Wie gehe ich mit Misserfolg um? Wie entwickle ich ein starkes Selbst? Warum wählen Menschen Trump? Was hat der Klimawandel möglicherweise mit Persönlichkeit zu tun? Und warum ist Urteilsstärke heute gefragter denn je? Antworten hierauf in dieser Folge. Also, viel Spaß beim Hören und wenn es dir gefällt, hinterlass eine Bewertung. Und los geht's. Ja, herzlich willkommen zum Zeitgenossen-Podcast, eine neue Ausgabe. Mein Name ist Henrik Bischoff und ich habe heute wieder mal einen besonderen Gast bei mir, Professor Julius Kuhl. Herzlich willkommen, Herr Kuhl. Ja, guten Tag, guten Nachmittag, könnte man sagen. Genau. Ja. Unser Thema heute ist das Thema Persönlichkeit. Das ist Ihr Steckenpferd. Ja. Richtig? Was ist eigentlich Persönlichkeit? Was ist Persönlichkeit aus Ihrer Warte? Also ich sage erstmal, was es so alles gibt. Also viele Leute verbinden, besonders in der Psychologie, Persönlichkeit mit bestimmten Eigenschaften. Eigenschaften kann man typologisch auffassen, also als Typen. Ne? Es gibt so meinetwegen einen extravertierten Typus. Das ist so der immer rausgeht, der immer die Party sucht. Der draußen geht, genau, der Aufregung und Unterhaltung sucht und Reizaufnahme, wie das später dann postuliert worden ist, oder der Introvertierte. Aber es gibt auch solche Typen wie Jungsi, C.G. Jungsi, wirklich als Typen auch definiert hat, den Denktypen oder den ganzheitlichen Fühltypen eher, Intuierer oder Leute, die sehr auf konkrete Wahrnehmungen aus sind. Der Intuierer ist eher auch meistens ein Praktiker, eher so fürs Praktische. Also das haben wir aus dem Alltag. Also intuieren heißt auch, ist sozusagen von Intuition abgeleitet, folgt eher dem Bauchgefühl oder was kann man dazu sagen? Ja, also im Wesentlichen dem Bauchgefühl, so nennt man es heute. Und in der PSI-Theorie, da haben wir nicht nur dieses, aber auch diesen Begriff erweitert. Aber was Persönlichkeit auch beschreibt für viele Leute, sind Eigenschaften, Typen oder Eigenschaften, die ein bisschen überdauernd sind. Es gibt ehrliche Menschen, dann hat man früher an Charakter gedacht. Also alles, was so ein bisschen überdauernd ist, entweder irgendein Mischungsverhältnis von angeboren und erworben, aber dann doch sich in überdauernden Strukturen und Prozessen niederschlagend. Wenn man Eigenschaften dann mal durchforstet, was es so alles gibt, das hat auch auch ein Harvard-Professor, auch ein Persönlichkeitspsychologe von Harvard, Gordon Allport, gemacht mit einem englischen Lexikon, englischsprachigen Lexikon, und hat da über 10.000 Begriffe, mit denen wir Eigenschaften bezeichnen, in der englischen Sprache. In Deutschland ist auch nicht viel anders. Unglaublich komplex gefunden, und dann hat man erst mal gedacht, da können wir ja wissenschaftlich gar nicht mit arbeiten, und hat versucht, ähnliche Begriffe zusammenzulegen. Und irgendwann hat man dann Methoden, damals war es statistische Methode, die Korrelation und der Umgang mit Korrelationen, das Zusammenfassen von Korrelationsmustern, also Mustern von Zusammenhängen, Eigenschaften, die zusammenhängen, die oft zusammen auftreten, hat man damals als Methode benutzt, um diese Vielfalt an Eigenschaftsbegriffen dann erstmal einzugrenzen. Dann kann man auf Dimensionen statt Typen. Ne? Also dann sagt man, ja, jemand ist nicht entweder Schublade extravertiert oder introvertiert, sondern da gibt es alle Zwischenübergänge auch. Das ist eine Dimension. Man kann ein bisschen davon haben und so weiter.
Ja, und letzten Endes bin ich mit dieser Begrifflichkeit dann nie so richtig zufrieden gewesen. Was ließ Sie unzufrieden? Ja, das Unzufriedene, das kam zum Teil aus dem Alltag. Wenn Sie nämlich Leute im Alltag fragen, gerade Leute, die mit dem Persönlichkeitsbegriff vielleicht auch im Beruf arbeiten müssen, meinetwegen als Führungskräfte oder als Pädagogen und so weiter, dann sagen die Ihnen andere Sachen. Die nennen Ihnen manche Kompetenzen. Die sagen zum Beispiel, das ist Kritikfähigkeit, Urteilsfähigkeit. Teamfähig. Ja, bitte, teamfähig. Ja, richtige Kompetenzen, also nicht nur Überzeugungen, Inhalte oder Handlungsstile wie ganzheitlich, so, sondern richtige Fähigkeiten. Aber was für Fähigkeiten sind das? Es sind nicht Fähigkeiten wie Englisch und Französisch können oder Mathematik sind oder so musikalische, ne? Begabung. Also das ist ein eigenartiger Bereich von Fähigkeiten, den wir mit dem Begriff Persönlichkeit verbinden. Und wenn man die mal versucht, so ein bisschen zu ordnen und zu sagen, gibt es denn da so Schlüsselkompetenzen? Weil sonst haben wir da ein Problem, was auch den Alltag, die Alltagstauglichkeit des Begriffs Persönlichkeit kaputt machen kann, dass man nämlich immer mehr Kompetenzen erfindet und dabei vielleicht ein bisschen blind loslegt und vielleicht auch ein bisschen sehr utilisierend, also das heißt so, auch was ich gerade gebrauchen kann, ein bisschen zweckorientiert, ne? In der Schule, auch Teamfähigkeit könnte man da gut gebrauchen, also wird jetzt Persönlichkeit als Teamfähigkeit definiert oder da kann man dann alle möglichen Begriffe zusammenfassen, ist schon mal ein Zugang, aber für den Alltag natürlich tauglich, aber für die Wissenschaft eigentlich nicht das, was wir suchen. Wir suchen irgendwie auch eine Orientierung und wir wollen die zugrunde liegenden Prozesse erkennen. Mhm. Wenn ich den Charakter von Autos beschreibe, die manchen sind sportlich, die anderen sind behäbig und die anderen sind irgendwie zuverlässig oder was, da bin ich damit auch nicht zufrieden, damit kann ich kein Auto reparieren mit so einer Typologie, ne? Oder so einer Kategorisierung. Das ist jetzt eine etwas grobe Analogie. Da braucht es mehr Fleisch am Knochen sozusagen. Ich brauche den Hintergrund. Ich will wissen, wie das System funktioniert. Nur hat man jetzt gerade bei Persönlichkeit, denkt man nicht als erstes an Funktionieren. Wie funktioniert Persönlichkeit? Mhm. Man denkt eher an subjektive Überzeugungen, an subjektive Empfindungen, so den Stil, das im Erleben und sowas. Wenn wir miteinander persönlich werden, dann haben wir einen Austausch. Wir verstehen uns gegenseitig. Das hat ganz viele subjektive Komponenten. Mhm. Ne? Wo kommen da die objektiven Kompetenzen mit rein? Mhm. Ja doch, sie kommen mit rein. Und zwei Kernkompetenzen, die haben wir ausgemacht, wenn man mal so richtig diesen Persönlichkeitsbegriff, wie er im Alltag verwendet wird, durchforstet. Das eine ist, dass jemand das, was er sich vornimmt, auch umsetzen kann. Vorausgesetzt, jetzt geht es nicht darum, ob er jetzt Latein oder Englisch oder sonst was von den klassischen Fähigkeiten, Wissen drauf hat, sondern Dinge, die man potenziell kann, die in seinem Repertoire sind, ob er die trotzdem tut. Denn wir wissen auch aus dem Alter, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Maschinen, die tun das, was wenn sie sozusagen das Know-how haben, dann tun sie es auch, wenn man auf den Knopf drückt. Bei Menschen ist das ein bisschen anders. Ne? Bei Menschen ist es ein bisschen anders. Da bleibt man manchmal sitzen und dann irgendwie kann man sich nicht aufraffen und so weiter. Ne? Im Kleinen wie im Großen. Ne? Ja. Also nennen wir das doch mal Handlungskompetenz. Die Fähigkeit, eigene Vorsätze in Bereichen, in denen die durchaus realisierbar sind, prinzipiell, auch wirklich umzusetzen. Dann irgendwie, das hängt ja auch damit zusammen, welche andere Sachen einem in die Quere kommen und so weiter. Handlungskompetenz. Und die zweite ganz große Kompetenz, die wir mit dem Persönlichkeitsbegriff verbinden, ist die Fähigkeit zu lernen, und zwar aus Fehlern zu lernen, gerade aus Fehlern zu lernen, Fehlerkorrektur. Mensch, in großen Organisationen heißt das dann neuerdings dann auch mal wieder Fehlerkultur, Umgang mit Fehlern. Ne? Ganz moderner Begriff. Hat lange gedauert, bis man darauf mal wieder kam, dass man daraus auch lernen kann, dass man da nicht immer nur Angst vorhaben muss. Aber der erweiterte Aspekt dieser Kompetenz, die wir da meinen, und zwar als echte Kompetenz, nicht nur als Überzeugung von einer Kompetenz, das ist die Fähigkeit, nicht nur an Fehlern zu lernen, sondern auch an leidvollen und unangenehmen Erfahrungen zu lernen, zu wachsen. Also das ist Wachstum, Selbstwachstum, Wachstum von Urteilsstärke und alles, was wir so mit dem Persönlichkeitsbegriff verbinden, Empathiefähigkeit und all diesen Dingen, die wir eigentlich mit dem Persönlichkeitsbegriff als Fähigkeiten auch verbinden. Wachstum durch Hingucken und nicht Weggucken, sage ich immer. So ganz einfach gesagt. Also unter Verzicht auf Abwehrmechanismen. Abwehrmechanismen sind toll, die sollte man nicht mal so nennen. Also etwas mal beschönigen oder nicht hingucken. Meinetwegen auch mal verdrängen
oder sich mit, oder mal ins Handeln gehen, statt also sich wieder mit einem Problem zu befassen oder mit einem Misserfolg. Das ist alles in Ordnung, das brauchen wir sogar, um überhaupt einigermaßen handlungsfähig zu bleiben. Aber wenn das das Einzige ist, was ich zur Verfügung habe, immer ausweichen, immer irgendwie weg, immer wieder schönreden oder so, dann kann das ein Wachstumshindernis sein, weil ich das, was ich aus dem Fehler oder dem leidvollen Geschehen, meinetwegen auch ein Verlust eines Menschen oder so, was ich daraus lernen kann und lernen muss, um wieder mit dem Leben klarzukommen, nie so richtig erwerbe, wenn ich immer nur weggucke oder schönrede. Das ist zur Entlastung ganz wichtig, aber es sollte nicht das einzige Gebiet auf meiner Klaviatur sein. Ich sollte eben auch die erweitern können in dem Sinne, dass ich auch mal hingucken kann. Das kann man dann nur unter bestimmten Bedingungen und so weiter. Aber halten wir dies als zweite Kompetenz fest. Ich nenne das akkommodatives Selbstwachstum, Wachstum durch Hingucken. Akkommodation bedeutet seit Piaget, dass man so ein inneres Schema, was im Wachstum begriffen ist, im Lernen begriffen ist, auch mal völlig umbaut. Also nicht nur so ein kleines bisschen immer so graduell mit kleinen Schritten wachsen lässt, indem es im Wesentlichen beibehalten wird und einfach nur so ein kleines bisschen angepasst wird, wie wenn ein Kind gelernt hat, einen Ball zu greifen. Das ist so eine angeborene Greifreaktion. Und dann die ein bisschen adaptiert, damit es auch Klötze greifen kann. Ne? Das ist Assimilation. Es assimiliert die Umwelt an ein Schema. Das wird nur ein kleines bisschen umgebaut. Aber wenn es damit versucht, in der Badewanne Wasser zu greifen, das geht nicht. Ja, da kann es also noch so sehr die Fingerstellung verändern und so weiter. Es muss dieses Schema radikal umbauen. Erstmal eigentlich in die Tonne kloppen, darauf verzichten und umbauen. Aber wie? Da kommt plötzlich durch Zufall vielleicht ein Schöpfschema dabei raus. Ja. Das ist ein Umbau, das ist akkommodatives Lernen. Wenn Sie sich das auf der Persönlichkeitsebene vorstellen, dann heißt das nicht nur so ein bisschen, immer so ein kleines bisschen, sondern es ist Lernen und Wachsen in Sprüngen. Ja. Dass man manchmal, wenn man sich auseinandersetzt mit einer schwierigen Erfahrung, einer schmerzlichen Erfahrung, auch ein kleiner Fehler kann schon schmerzlich sein, den manche Leute eher vermeiden würden, dann hat man eine unheimliche Lernchance. Und da geht es dann tiefer. Und dann das Wesentliche an der PSI-Theorie, das ist, dass wir sagen, jo, dann fängt aber unsere Arbeit erst an. Wenn wir jetzt einmal wissen, das sind die Kernkompetenzen, dann fragen wir wissenschaftlich, das ist eine andere Art, Persönlichkeitspsychologie zu betreiben, ist schon ein bisschen anders, obwohl die durchaus kompatibel ist mit vielen Ansätzen der Persönlichkeitspsychologie. Da fragen wir nicht nach Überzeugungen, die sind prima und sind auch wichtig, sondern wir fragen nicht nach Gewohnheiten wie das Kinder in erster Linie, sondern wir fragen eigentlich danach, welche Systemvoraussetzungen braucht man, um Vorsätze umzusetzen? Oder die zweite Kernkompetenz, welche Systemvoraussetzungen, so wie man bei einer Software, die man kauft, fragt, welche Systemvoraussetzungen braucht? Wie viel Kernspeicher muss mein Computer haben, damit das Programm überhaupt läuft? Und so, ne? Was sind die Systemvoraussetzungen für Vorsätze umsetzen? Und dann landen wir bei psychischen Systemen, die wir dann erstmal postulieren, wo wir uns dann aber umgucken in der empirischen Forschung. Gibt es Hinweise, dass es die gibt, diese Systeme? Gibt es Hinweise, wie die funktionieren? Und dann wird es erst wissenschaftlich. Also jetzt muss ich nochmal nachfragen. Erstmal, Sie haben jetzt gerade zwei Punkte erklärt oder erläutert, die nach Ihrer Sicht wichtig sind für die Funktion von Persönlichkeit. Das eine war die Handlungskompetenz, die macht eine funktionale Persönlichkeit aus. Ja. Und das zweite war so etwas wie aus Erfahrung lernen. Richtig. Um daraus oder daran zu wachsen. Auch gerade aus schmerzlichen Erfahrungen. Gerade aus schmerzlichen Erfahrungen zu lernen, okay. Um als Person, als Persönlichkeit zu reifen, zu wachsen. So kann man es nennen. Das ist so, wie wir das im Alltag eigentlich auffassen. Ne? Also da sind wir noch ganz nah beim Alltag und ich gehöre nicht zu den Wissenschaftlern, die der Meinung sind, dass Wissenschaft da beginnt, wo das Alltagswissen aufhört. Okay. Ne? Also das heißt, Sie leben da nicht im vielbeschworenen Elfenbeinturm. Da wäre ja nichts gegen zu sagen, wenn man nur im Elfenbeinturm bestimmte Dinge, das gibt es ja auch, entdecken kann. Aber das ist nicht meine Plattform, auf der ich stehe. Sondern ich gehe davon aus, dass das, was die Leute in ihrem Alltag erworben haben an Wissen über die Psyche, schon wert ist, angeguckt zu werden. Und das halte ich zumindest auch für etwas zu Erklärendes. Ich möchte das nicht aus den Augen verlieren. Dann könnte es sein, dass ich mich ein bisschen verirre, vielleicht auch in eine wissenschaftliche Hybris, übersteigerte Arroganz hinein, wo ich meine, alles schon erklären zu können mit dem bisschen, was ich da vielleicht gerade messen kann mit den zurzeit verfügbaren Methoden.
Sie haben jetzt gerade schon ein bisschen davon gesprochen, wie es in Anführungsstrichen die anderen machen. Sie haben es ja schon ein bisschen anders gemacht als der wissenschaftliche Mainstream, ne? Also ich habe zumindest so das Gefühl, dass viele Wissenschaftler, vielleicht gibt es das in anderen Disziplinen aber auch, aber gerade in der Psychologie, häufig versucht haben, Dinge zu reduzieren auf eine Ursache, eine Facette, so eine Ursache-Wirkungsprinzipien zu erklären und die wirklich zu vereinfachen. Erkennt man häufig auch, ich meine, ja, im wissenschaftlichen Kontext, aber auch gerade, wenn man mal eine Zeitschrift aufschlägt oder so, da gibt es häufig auch diese psychologischen Tests, nenne ich sie jetzt mal, und ob sie den Titel verdient haben, sei mal dahingestellt, aber die dann auch sehr schnell irgendwie eine Sache abtesten und dann sagen, deshalb bist du so und so. Mhm. Das ist gar nicht ihre Mentalität. Nee. Sie haben sich da ein sehr komplexes System über die Jahre zurechtgebastelt, sage ich mal. Diese beiden Kompetenzen, die wir jetzt eben angesprochen haben, die funktionieren ja bei manchen Menschen besser und bei manchen weniger gut. Ja, und vor allen Dingen funktionieren sie bei verschiedenen Menschen zum Teil anders. Zum Teil anders. Da stecken andere Prozesse dahinter. Ja. Also ein Einstieg, ein sozusagen wichtiges Erlebnis, zentrales Erlebnis in meinen frühen Jahren, also in meiner Jugend, das mich wahrscheinlich auch zur Psychologie gebracht hat und auch ein bisschen zu der Art, wie ich dann auf die Psychologie getroffen bin und was ich mir da auch ausgesucht habe, das ist ja nicht alles neu. Ja, bei aller Neuigkeit von dem, worüber ich rede und wie ich geforscht habe, gibt es ganz viele Dinge, auf die ich mich da berufen konnte. Sie haben ja eigentlich so einen Rundumschlag gemacht, ne? Sie haben sich einmal angeschaut, was gab es in den letzten... Schlagen würde ich das nicht nennen, sammeln, ne? Sammeln, eine Rundumsammlung, nennen wir es so. Ja. Sie haben sich quasi angeschaut, was gab es die letzten Jahrzehnte an Forschung und haben einfach mal geschaut, welche Schule bietet welches Konzept an und haben sich... Immer mit der Vorstellung, mit der Vorannahme, jeder hat ein Stückchen Wahrheit. Also sehr integrativ. Ja, statt zu sagen, wie kann ich mich jetzt entscheiden, wer hat recht. Auch nicht postmodern einfach alles als völlig gleichwertige, gleichgültige Perspektiven nebeneinander zu stellen. Ne? Eins der erfolgreichsten Lehrbücher in den 70er, 80er, 90er Jahren bis in die Nullerjahre hinein ist das von Carver und Shire. Das hat den Titel Perspectives on Personality. Mhm. Also man kann, jede Theorie ist eine andere Perspektive auf die Persönlichkeit. Man kann das sehen als ein Sammelsurium von Gewohnheiten, Skinner. Ne? Man kann das als mehr von den Affekten und Gefühlen, die Leute haben. Das sind die klassischen Temperamente, Choleriker, Sanguiniker, die Heiteren und die etwas Schwermütigen und so weiter. Ne, man kann aber auch ganz anders gucken auf Motive, die hatte ich schon erwähnt, so innere Kraftquellen. Wie stark ist mein Drang in Richtung Kontakt, sozialen Kontakt, Beziehungen, Anschluss oder nach Leistung und Kompetenzerwerb oder nach Macht und Einfluss. Ne? Oder ich gesagt, nee, ich gehe auf die kognitive Ebene, habe auch schon kurz erwähnt, die kognitive Ebene, Ziele, welche Begriffswelt habe ich? Ne? Es gab einen Harvard-Professor, wieder einer in der Persönlichkeitspsychologie, George Kelly, der hat gesagt, vergesst alles über Motivation, Emotion, den ganzen Krempel, Gewohnheiten. Wenn ihr eine Persönlichkeit verstehen wollt, müsst ihr seine Begriffswelt dieses Menschen untersuchen. Was heißt das konkret? Hat auch wunderbare Instrumente für entwickelt. Das sogenannte Kelly-Gitter ist eine fantastische Sache, um wirklich in die Begriffswelt einzutauchen. Also Begriffswelt heißt, das, was ich so von mir gebe, was ich so erzähle, das sagt also in gewisser Art und Weise was über mich aus. Ob sie eher geizig oder großzügig sind oder unterhaltsam, worauf achte ich? Ne? Okay. Ob sie eher unterhaltsam sind oder ein bisschen meinetwegen auch eigen und verschlossen. Aber zur Begriffswelt gehört natürlich auch das Selbst. Ne? Also welche Selbstbereiche habe ich? Wie beschreibe ich mich selber? Was ist für mich wichtig? Zum Beispiel Intelligenz. Ich teile dann die Leute vielleicht auch intelligent und weniger intelligent ein. Andere gucken auf sowas gar nicht und gucken anders. Da kann ich auch gucken, wie viele verschiedene Begriffe benutzt jemand in seiner sozialen Umwelt. Ne? Das hat er alles eruiert. Und zu Begriffswelt gehören auch Ziele. Ziele sind auch Begriffe. Und das ist ja sehr populär, gerade in der angewandten Organisationspsychologie, ne? Aus naheliegenden Gründen. Aber Menschen dann und Motivation nur unter dem Aspekt Ziele und Begriffe zu sehen, das hat seine Grenzen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt darüber sprechen wollen, aber das war dann eben auch mein Thema. Immer auch den jeweiligen Ansatz auf seine Grenzen hin zu befragen. Mhm. Und dann liegt irgendwann nah und dann, um auch die letzte Bewegung, noch eine wichtige Bewegung oder Perspektive auf die Persönlichkeit zu nennen, die Ebene von Selbstregulation und Wille.
Da gibt es Theorien, die sagen, wie die Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan, aber die ganze humanistische Tradition in der Rogers und Maslow, der ja auch in den Anwendungen in den Organisationen und Unternehmen eigentlich bei Führungskräften populär geworden ist mit seiner Bedürfnispyramide. Das sind alles Theorien, die auf noch einer übergeordneten Ebene eher anzusiedeln sind, da wo das Selbst, das Ich, wo Selbstregulation, Wille, willentliche Prozesse und Entscheidungsfähigkeit und so was und Urteilsfähigkeit eigentlich eine Rolle spielen. Völlig unterschiedliche Bilder. Im Grunde sagt man sich, ja, warum muss ich die alternativ oder unverbunden nebeneinander berichten? Es ist kaum Dialog zwischen den Buchkapiteln in so einem Persönlichkeitslehrbuch. Sie haben da, glaube ich, sieben ja, da, Systemebenen, wenn nennen Sie das. Wenn Sie gezählt haben, dann sind Sie ganz schnell bei den sieben. Ne? Ja. Und jetzt, das heißt, sieben verschiedene Schulen, die bis dato nebeneinander standen, ja, sozusagen. Die standen nebeneinander, unverbunden mehr oder weniger. Und das passte irgendwie auch in die Postmoderne, wo man sagte, ach, streitet nicht, Leute, ja, wir hopsen einfach von der einen. Man kann das so sehen oder so sehen, ist alles doch wie irgendwie gleichberechtigt. Ne? Also das ist auch nicht gerade zuträglich für den Erwerb von Urteilsfähigkeit, wenn man von vornherein sagt, Toleranz besteht darin, dass wir möglichst nicht urteilen. Ja. Ne? Das macht Sinn, ja. Jetzt kamen Sie. Sie waren damit unzufrieden? Aber ich sage Ihnen, die Unzufriedenheit aus der Jugend, mit der war ich ja eingestiegen, ja, genau, die war jetzt heute sage ich in Vorträgen oft, Leute, wenn ihr mich über Motivationsprobleme befragt und die Gründe, die das haben kann oder die Ursachen und die Methoden, wie man denen begegnen kann, Motivationsprobleme, dann erinnert mich das an meine Unzufriedenheit als Nachhilfelehrer. Mhm. Ich war selber Schüler. Und hörte ich immer wieder von Eltern, von Lehrern, nehmen Sie den mal richtig dran, der ist nur faul. Der ist nur oder faul. Nehmen Sie die mal richtig dran, das war dann ein Mädchen, ja, die ist nur faul. Und ich habe mich damals schon geärgert, mehr so intuitiv, dass ich dachte, ey, so kann man doch nicht mit Kindern umgehen. Ja, ja. Und ich als Nachhilfelehrer, ich wusste, dass meine Aufgabe nicht nur darin bestand, den Leuten die Mathematikregeln besser beizubringen oder Lateinübersetzung, sondern ich wusste, dass es oft haperte an Motivation und so weiter. Also muss ich da irgendwie im System was ändern sozusagen, in den Lerngewohnheiten oder im Lerntyp, wie auch immer. Und heute sage ich in den Vorträgen, wir müssen als Einstieg mindestens sieben verschiedene Gründe, faul zu sein, schon mal differenzieren. Das heißt, es gibt nicht nur den einen Grund, faul zu sein? Es gibt nicht nur den einen Grund. Das habe ich damals schon gesagt. Ich wusste nur nicht, wie ich die jetzt alle systematisieren soll. Also Sie haben es geahnt, aber Sie konnten es noch nicht benennen. Genau. Und wenn wir jetzt die sieben Schulen nehmen oder die sieben Klassen von Schulen, also mehr die gewohnheitsfokussierten, verhaltensorientierten, also Behaviorismus oder die affektorientierten oder... Also Gewohnheit, Sie haben das ja auch hierarchisch geordnet. Ja, das lässt sich so hierarchisch ordnen. Da gab es zum Beispiel die Stufe der Gewohnheiten, das ist so die unterste Verhaltensstufe. Bei Skinner, Behaviorismus. Heißt unterste Stufe auch gleich primitivste Stufe? Ja, primitiv. Schön wäre, wenn wir den Begriff ohne Wertung verwenden könnten. Das klappt nicht ganz. Ne? Mhm. Denn man kann genauso gut sagen, mal darauf hinweisen, wo wir alles Gewohnheiten im Alltag brauchen. Also selbst wenn wir uns hauptsächlich identifizieren mit den höchsten Stufen der Persönlichkeitsentwicklung, Selbststeuerung hatten wir gerade genannt, ne? Dann ohne Gewohnheiten sind wir völlig aufgeschmissen. Wäre die Selbststeuerung völlig überfordert. Die geben unserem Alltag Struktur, die erleichtern vieles, weil da, wo Gewohnheiten ausgebildet sind, brauche ich mich nicht anzustrengen, brauche ich keine Ziele zu formulieren, das fluppt einfach. Also Gewohnheiten sind auch da, um, ja, ich sag mal, überleben ja zu können. Ja? Und deswegen wende ich mich gegen so eine Wertung der Hierarchie. Ja. Ne? Ja. Ist auch nochmal wichtig, das einzuwenden, weil Gewohnheiten absolut ja häufig eine negative Konnotation haben. Nee, das muss man sagen. Auch Routinen oder nehmen Sie in der Spiritualität, da hat man Routinen, die wie Om da irgendwie hören, aber die wirklich Bewusstseinszustände positiv beeinflussen können. Mhm. Und eine Sinngrundlage für manche spirituell begabte Menschen für die eigene Existenzgestaltung sozusagen hergeben. Da spielen Gewohnheiten, Rituale eine große Rolle. Und die Gewohnheitsebene würde jetzt sagen, dieser Mensch, dieser Junge, dieses Mädchen ist faul, weil sie es immer ist? Oder? Weil er keine vernünftigen Lerngewohnheiten ausgebildet hat. Der kommt gar nicht auf die Idee, dass er irgendwie auch einen Arbeitsbereich in seinem Zimmerchen haben muss, wo er keine Ablenkung und so. Also dann kann man Gewohnheiten aufbauen und recherchieren erstmal. So sind die Verhaltenstherapeuten eingestiegen damals. Mhm. Ne? Die haben ihr System ja erweitert, aber das war der ursprüngliche Kern,
den Skinner da gemeint hat, ne? Gewohnheit aufbauen. Also da sind wirklich echte und tolle Interventionsmöglichkeiten, aber ich muss hingucken, wo hapert es am meisten? Das kann auch sein, dass der Hauptgrund in den Affekten liegt, da muss man auch nochmal unterscheiden. Es gibt so diffuse Emotionen, so wie ich fühle mich allgemein aktiviert. Einmal die Frage, erregt. Affekt, was heißt Affekt genau? Affekt ist, sind bestimmte Arten von Gefühlen. Gefühle kann man dazu sagen. Gefühle, okay. Emotionen. Und es ist auch eine relativ primitive Stufe von diesen die sieben? Die primitive schon Stufe von Emotionen, das wäre dann die zweite Systemebene, die ist in so Persönlichkeitstheorien vom Typus Eigenschaften bis hin zu Dimensionen, analogen Dimensionen, Introversion, Neurotizismus, Ängstlichkeit, eigentlich immer noch in den Lehrbüchern natürlich haben die da ihren verdienten Platz, weil Menschen sich einfach danach unterscheiden in der Persönlichkeit, wie viel Erregung sie so mitbringen, wie viel Nervosität, wie leicht sie nervös werden, wie leicht sie ängstlich werden oder wie leicht sie ins Handeln kommen. Extravertierte sind aber schneller im Handeln als die Introvertierten. Ne? Und Handlungsbahnen der Energie, wie kann man Aktivierung nennen, wenn sie ganz unspezifisch ist? Und erlebnisbahnende, also wahrnehmungsbahnende Energie, das ist das, was wir so Nervosität im Extremfall nennen, aber so eine leichte Erregung, so eine leichte Aufladung, die kann ja ganz positive Effekte haben auf die Wahrnehmungs- und Erlebnisfähigkeit. Ist das das, was wir so als Otto-Normalverbraucher vielleicht im Alltag Temperament nennen würden? Ja, das würden wir genau Temperament nennen, auch in der Psychologie. Mhm. Ne? Okay. Das hat man früher einseitig fast den angeborenen Faktoren zugeschrieben, aber man kann da durchaus auch in begrenztem Maße natürlich. Heute weiß man ja aus der Epigenetik, dass also selbst Angeborene, 100% Angeborenes, immer noch von der Umwelt abhängt, weil da Auslöserbedingungen kommen können und müssen. Ne? Ja. Und also Menschen gehen auf andere Menschen zu, hat der Eysenck gesagt, der hat es noch mal stärker versucht zu vereinfachen, weil sie ein niedriges Erregungsniveau haben. Und deswegen versuchen sie, dieses Erregungsniveau zu erhöhen. Das war eine Annahme, die ließ sich teilweise sogar ein bisschen plausibel bestätigen. Das sind die Extravertierten? Die, genau. Aus sich rausgehen ja, müssen, so die Kontakt erklärt, zu anderen ja. suchen. Für mich ist wichtig, dann ist man auf einer Ebene, die in den praktischen Ansätzen selten richtig mal gewürdigt wird, die ganz wichtig eigentlich ist, die viele Rätsel lösen könnte, wo Emotionen unspezifisch sind, ganz diffus. Diffuse Emotionen, die können aber sich auf der Bewusstseinsebene als gar nicht diffus bemerkbar machen. Deswegen merkt man gar nicht, dass man diffuse Emotionen hat, die dahinter stehen, weil wenn ein diffus heißt ja, die Emotion hat keinen Gegenstand, ist nicht an ein Objekt gebunden, ich kann die Quelle, den Auslöser nicht benennen, ich habe irgend so was Diffuses. Ja, ja. Dann kann man die auch schlecht benennen, schlecht kommunizieren, es hat sofort Auswirkungen auf den Alltag. Und vor allen Dingen, jetzt kommt noch eins hinzu, wenn ich das nicht benennen kann, da wird sofort die Lücke geschlossen. Das ist eine Grundeigenschaft des menschlichen Gehirns, dass da, wo wir Lücken haben in der Information, werden die geschlossen. Dann fangen wir an, zur Not zu konfabulieren. Mhm. Da kommt da einer rein, sieht jemanden und sagt, ey, was bist du denn? Was ist denn mit dir los? Du bist ja heute unfreundlich. Mhm. Dann sagt der vielleicht, ja sag mal, hast du nicht gesehen, wie du reingekommen bist? Mit was wir noch Fleppe und so. Ne? Ja, und dann geht das los, da versteht man sich schon nicht. Konfabulieren heißt, ich spinne mir das so zurecht, dass es mir passt, ja? Nee, das heißt, oder? Ja, das heißt, dass ich jetzt einen Grund in dem, was ich sehe, ich komme rein, sehe ja. da jemanden, dass das seine Reaktion auf meine Miene ist, ja. merke ich nicht, weil ich meine Miene war mir nicht klar, die war diffus. Sehe ich nicht. Ich war auf der diffusen Ebene. Ne? Ja. Die wird aber bewusst gar nicht als diffuse Emotion, weil ich sofort ja einen Auslöser als Lückenfüller nehme. Ich habe ja sofort gesagt, du. Ne? Dabei war das die Reaktion auf mich. Und schon ist man in einem Kreisprozess drin, der 90% der Beziehungsprobleme ausmacht, würde ich mal fast schätzen, im Alltag, in der Partnerschaft, in der Mitarbeit. Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Und jetzt sind wir nämlich vor dem Rätsel, auf dieser Ebene können wir schlecht arbeiten. Ne? Mhm. Die meisten Ansätze in der Therapie, die gehen auf die emotionale Ebene eine Stufe höher, wo Affekte durchaus ihren Gegenstand haben, wo ich mich über irgendetwas aufrege oder vor irgendetwas angebbarem Angst habe oder durch irgendetwas aktiviert werde, was das ich heißt, gerne da wird habe. An der Stelle dann eine Ebene ausgespart, ja? Wenn ich aber jetzt doch so ein Objekt automatisch erfinde, in meiner Umgebung gleich eins nenne,
und die Illusion habe, das ist keine diffuse Emotion, sondern ich weiß ja den Auslöser, dann stiftet das allenthalben überall Verwirrung und Konflikte und man sieht die Welt anders, kann sich nicht auf eine gemeinsame Interpretation an der Situation einigen und so weiter. Wie komme ich da an solche Dinge dran? Wie kann ich da was ändern? Und da ist ein wichtiger Begriff zu nennen. Diffuse Emotionen, wenn man mal guckt in der frühen Kindheit, wo die das Geschehen dominieren, wo ein Baby eigentlich eher diffuse Emotionen hat. Das ist nämlich vor Beginn der Objektwahrnehmung. Wann ist das? Das ist das erste Halbjahr, würde ich sagen, ganz grob gesagt. Das ist ganz klar, wenn das Kind noch keine Objektpermanenz erworben hat, so nennen das ja Entwicklungspsychologen, also noch keine festen Gegenstände identifizieren kann und wiedererkennt, wenn diese Repräsentation der Objekterkennung noch nicht da ist, dann hat es diffuse Emotionen, dann kann es seine Gefühle nicht an Objekte nicht zuordnen. Und dann brauchen wir nur fragen, ja, in dieser Phase, was löst denn dann die diffusen Emotionen aus? Bums, dann sind wir bei den Bedürfnissen. Ja. Wenn ein Kind unbefriedigte Bedürfnisse hat, also Hunger, Durst, Windeln nass oder sonst was, dann kommen die Emotionen, die diffusen. Das kann aber selber nicht sagen, hier unten oder hier Magen oder was. Ne? Deswegen ist es häufig auch für Mütter oder Eltern so schwierig, das zu deuten. Raten. Ne? Die müssen das raten. Die brauchen ganz viel Feinfühligkeit und Begleitung in der Zeit. Und wenn das letztlich im System die Ursache ist für Kommunikationsschwierigkeiten und was nicht alle. Im Erwachsenenalter jetzt? Im Erwachsenenalter. Mhm. Was macht man da? Tja, man muss auf der Bedürfnisebene arbeiten. Und das wird oft nicht gemacht, das wird oft übersehen. Aber das ist eine richtige, dolle Chance. Ne? Ja, absolut. Also da kommt dann auch Motivationspsychologie. Und das ist was ganz anderes als die Motive, die in Harvard untersucht wurden von Murray und Maxwell. Also diese drei, die Sie am Anfang genannt haben. Die drei, Leistung, Beziehung, Macht und so weiter. Das sind die sozialen Motive. Da kommt eine ganze Menge Erfahrungswissen dazu. Das ist nochmal eine andere Ebene. Das ist eine ganz andere Ebene. Darf ich noch einmal dazwischen haken? Wir haben jetzt über den Jungen gesprochen, der die Hausaufgaben nicht macht oder mehr lernen soll. Wir waren jetzt gerade auf dieser Temperamentsebene stehen geblieben. Wie würde man denn da jetzt argumentieren? Da würde man sagen, Ebene? Ja, der hat vielleicht zu wenig Schwung. Der hat irgendwie ein Energieproblem. Ah, okay. Ja, das kann sein. Mhm. Und dann müssen wir den aktivieren. Jetzt sind wir nämlich bei Interventionen. Einer der dollsten. Der Folgeschluss daraus. Ja. Die dollste Störung, die auftreten kann auf der Energieebene von diffusen Emotionen, ist die Depression. Da hat man nämlich diese diffuse Handlungsenergie, diese Bereitschaft, diese Energie, die sich für alles verwenden lässt, was mir gerade vor die Flinte kommt, was ich gerade zu tun habe, diese All-Purpose-Energie. Die fehlt dann? Die fehlt bei der Depression. Mhm. Ja, was machen die als allererstes aus der praktischen Erfahrung heraus, weil man einfach gelernt hat in den Kliniken, wie man da unter Umständen einen ersten kleinen Besserungs-Heilungserfolg erwirken kann? Man versucht die, wenn es irgendwie geht, motorisch, also bewegungsmäßig zu aktivieren. Laufgruppe am Morgen. Ne? Mhm. Wenn das hinhaut, dann haben wir schon einen ganz großen Schritt gemacht. Also man arbeitet, man kann direkt. Das heißt, man hat auf so einer physischen, motorischen Ebene, erzeugt man mehr Energie im System, sage ich jetzt mal. So ist es. Und daraus schwächt sich die Depression dann auch ab. Ja, und auf der Erlebnisseite, auf der Wahrnehmungsseite, wenn da die Energie fehlt, weil so man ein bisschen stumpf reagiert und vieles nicht mitkriegt oder so, oder überreagiert und ganz schnell nervös wird und der Pullover kratzt, sagt das Kind und so weiter, ne? Ganz hochsensibel ist, da kann man auch eingreifen und da, das weiß auch jeder Mensch aus dem Alltag, da ist die Hauptquelle nicht die motorische Aktivierung, dass ich joggen gehe, sondern Reizeinstrom. Manche Leute funktionieren besser, wenn sie zu wenig von dieser Erlebnis, von dieser Wahrnehmungsenergie haben. Wir nennen das Erregung, nicht Aktivierung, sondern Erregungsenergie. Ne? Ja. Wenn sie davon zu wenig haben, die müssen mal das Radio anmachen, damit sie sich besser konzentrieren können auf die Hausarbeiten, wo das für andere ein Ablenker ist. Das heißt, ich brauche so einen zweiten Reiz irgendwie, der mir auch noch Input gibt, um funktionieren zu können. Ah, ja, und wenn es jetzt tiefere Probleme gibt, dann reichen diese Maßnahmen wie so Reizreduktion in der Umwelt, alles leiser stellen, ruhige Orte schaffen oder Reizanreicherung, wenn das nötig ist, oder motorische Aktivierung in einem anderen Fall, die reichen dann nicht aus. Und dann muss ich eine Ebene tiefer gehen. Hinter dieser diffusen Emotionsebene, da stecken die Motive. Quatsch, da stecken die Bedürfnisse. Bedürfnisse. Denn die Motive, die wir vorhin da so ins Auge gefasst hatten, diese komplexeren Leistungen, Beziehungen, es gibt ja unterschiedliche Arten von Beziehungsmotivation, von Machtmotivation. Das geht vom Helfen, Mutter Teresa,
alles, was mit Einfluss nehmen zu tun hat. Ne? Helfen ist auch, die meisten denken nur an strenge Dominanz, strenge Führung, per Order die Mufti und so weiter. Das ist nur eine Variante von Macht. Ne? Das ist die Verrufene, deswegen möchte keiner als machtmotiviert gelten heutzutage. Ne? Das ist ein schlechter Beigeschmack. Aber es gibt ganz positive Varianten, helfen, Rat geben, lehren. Das ist alles auch Einflussnahme im positiven Sinne. Die kann sich ganz an dem Klienten orientieren. Das klassische Helfersyndrom, sage ich mal, wie es vielleicht auch, zum Beispiel vorrangig kennt man es vielleicht von Pflegekräften, haben, ist häufig auch aus einer gewissen Machtmotivation heraus. Ja, natürlich. Und da sind wir schon gleich dran. Man hat inzwischen gefunden, dass die Leute, die gerade im Helfersyndrombereich, da wo das auftritt, ne, in sozialen Berufen, Burnout gefährdet sind, ne, bei denen ist es ist gefunden worden, dass sie zwar Helferziele haben, gerne Einfluss nehmen wollen, weil sie aus irgendwelchen Gründen meinen, dass wir ihr, oder sie sind vielleicht durch Zufall in diesen Beruf gelangt oder aus Ansprüchen heraus oder weil die Eltern das toll fanden oder so. Aber sie haben keine Motive gebildet. Motive sind nämlich, die beruhen auf unbewusstem Wissen und sind ganz nah an den Emotionen angelagert. Das ist eine ganz andere Form der Unterstützung von Bedürfnisbefriedigung. Motive, die fußen auf, wir nennen das assoziative Intelligenz. Ganz grob gesagt, intuitiver Erfahrungsintelligenz. Dass ich viele Situationen erlebt habe, wo ich austarieren konnte, wie geht man in dieser Situation, in solchen Situationen, im Restaurant mit meinem Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme um. Ne? Ah, hier darf man nicht mit den Fingern zugreifen. Okay, dann habe ich schon wieder was gelernt, wie ich das situationsangemessen hinkriege. Okay. Oder ich umarme nicht jeden Menschen, wenn ich Kontaktbedürfnis habe, der mir auf der Straße entgegenkommt. Also lerne ich dann die Art des Umgangs. Da kommt schon eine ganze Menge Erfahrung rein. Und dieses Erfahrungswissen, das verbinden wir mit dem Motivbegriff. Das ist also, ist der intelligente Umgang mit Bedürfnissen. Zurück zur Temperamentsebene, da stecken dahinter Bedürfnisse, die zum Teil noch gar nicht wissen, wie sie sich intelligent umsetzen können. Und wenn die ständig melden, ich brauche mehr Kontakt oder ich brauche, da ist eine Ist-Soll-Wert-Diskrepanz in Bezug auf Macht, ich habe zu wenig Einfluss, kann mich zu wenig durchsetzen. Dann schlägt das durch. Und ich habe ein Unzufriedenheitsgefühl, so eine Warnlampe geht ständig an im Erwachsenenalter und ich weiß nicht warum. Und die ist nicht zu befriedigen. Die kann mich einerseits zu Höchstleistungen anspornen, andererseits kann die mich auch ins Verderben führen, weil ich alles kaputt mache. Beziehungen gehen kaputt, Jobs gehen kaputt, weil ich immer wieder merke, vielleicht gegen meine eigentlichen Motive, die auf einer anderen höheren Ebene auch in mir schlummern. Meine eigentlichen Bedürfnisse, die sehe ich dann vielleicht gar nicht. Oder ich habe nicht die passenden Motive, also das passende Umsetzungswissen, intuitive Erfahrungswissen zum kontextsensiblen Umgang mit diesen Bedürfnissen, befriedigenden Bedürfnissen gelernt. Da muss ich das erst lernen. Das ist ein langwieriger Prozess natürlich. Okay, ich habe das jetzt verstanden. Sie haben, um bei diesem Jungen nochmal einmal zurückzukommen, Sie haben jetzt davon gesprochen, verschiedene Ebenen. Zwei haben wir jetzt schon durchdekliniert, die beiden untersten. Jetzt geben Sie uns nochmal einen Einblick darauf, wie sieht denn sowas auf einer höheren Persönlichkeitsebene aus? Wie wird das auf der höchsten Ebene? Das war nochmal, welche Ebene war das? Selbststeuerung heißt die. Das kann sein, dass er Schwierigkeiten, dass er eigentlich nicht genug gelernt hat, Ziele, die er sich mal gesetzt hat, durchzusetzen. Da gibt es auch wieder zwei Varianten. Da gibt es die harte Variante, die nennen wir innere Diktatur oder Selbstkontrolle, Selbstdisziplin, das ist so der klassische Willensbegriff. Ja. Ne? Gegen alle diese Impulse, die von unten kommen, von den emotionalen Ebenen, von den Gewohnheiten, ne? Dagegen angehen zu können, das muss auch gelernt sein. Ne? Das kann man auch lernen. Aber es gibt noch eine Methode, und da haben wir plötzlich gemerkt, wir müssen sogar auf der höchsten Ebene schon mal wieder eine Differenzierung machen, zwei verschiedene Arten des Willens unterscheiden. Es gibt auch den unbewussten Willen. Aber dann müssen wir natürlich den Willensbegriff auch genauer fassen. Was ist das denn? Das ist die Möglichkeit, von einer höheren Führungsebene innerhalb des Systems Persönlichkeit, innerhalb des Gehirns aus, alle anderen Systeme, die Emotionen, die Bedürfnisse, die Gewohnheiten zu steuern und auszuwählen, so wie es der momentanen Leitidee, dem momentanen Ziel entspricht. Ne? Und wenn nicht genug Motivation da ist, oder wenn Emotionen da sind, die eigentlich mich jetzt von dem Ziel abhalten, ne? Dann kann ich von oben nach unten, wie das gute, effektive Führung auch in der Organisation kann, Einfluss nehmen. Das ist Selbstregulation.
Und viele dieser Einflussnahmen laufen unbewusst besser als bewusst. Mhm. Ich kann mich nicht bewusst dazu anhalten, zu freuen. Freu dich doch bitte. Das geht nicht. Das löst meistens das Gegenteil. Ja, oder du brauchst nicht traurig sein, Mensch, das Kinder kommen, nimm dich zusammen. Ja. Das ist nicht Trauerbewältigung vom Feinsten. Ne? Also da geht vieles besser über die unbewusste Ebene. Und wenn das von oben nach unten geht, dann erfüllt das unseren Willensbegriff, unseren Selbststeuerungsbegriff. Das ist von höheren Ebenen auf untere Ebenen Einfluss nehmen. Da müssen wir uns schwer dran gewöhnen. Das ist ganz schwierig, mit diesem Willen umzugehen. Man findet ihn auch in der philosophischen Literatur selten. Ansätze dazu gibt es. Aber unsere Aufgabe war jetzt, genauer zu definieren, wie funktioniert der im Einzelnen. Dieser weiche Wille, könnte man sagen, dieser umsichtige, aus dem Unbewusst wirkenden und sich ganz leicht mit unterstützenden Emotionen verbindende Wille, der sowas wie innere Demokratie bedeutet, weil er viele innere Kräfte erstmal auslotet, versucht zu verändern, zu überzeugen, versucht zum Teil Ziele und Vorsätze auch zu verändern, zu sagen, so ist das nicht meins, kann ich das nie meins machen. Aber ich kann den etwas abändern und dann passt er. Und dann habe ich auch die emotionale Unterstützung. Wenn man sowas nicht gelernt hat, dann hat man sozusagen zwar Bedürfnisse, aber nicht die dazugehörigen Motive, nicht dieses Erfahrungswissen, was für die Umsetzung so wichtig ist. Mhm. Und wenn dann auch noch die Selbststeuerungsfähigkeiten auf der Ebene der inneren Demokratie, Selbstregulation nennen wir, das ist ein etwas weicher klingender Begriff, das wäre dann Selbstregulation, nicht die Selbstkontrolle, die strenge. Das ist der Gegenpart dazu. Der Gegenpart, ja. Ne? Ja, und wenn man das auch nicht ausgebildet hat, dann kann man auf diesen Ebenen natürlich arbeiten mit einem Kind, was Motivationsprobleme hat. Ne? Mhm. Und das sind ganz andere Techniken. Das sind ganz andere Ansätze. Ganz auch, andere, ne? Ansätze, da lernt man Emotionsregulation, wie kann ich mich beruhigen. Man lernt, sich selber zu motivieren. Das geht natürlich dadurch, dass man gemeinsam mal auch schwierige Aufgaben angeht. Das ist jetzt auch etwas, was Trainer können, was Führungskräfte machen können, was Kollegen machen können, was auch Eltern machen können, bei Kindern oder Lehrern. Ermutigen. Ne? Also wie lernt man Selbstmotivierung, diese Fähigkeit, die für die Handlungskompetenz unverzichtbar ist, damit Vorsätze wirklich auch mit Energie versorgt werden können, wie lernt man das, gerade wenn es schwierig wird, wenn einem der Mut wegsinkt, ne? Eigentlich kann man sagen, durch Verinnerlichung von Ermutigungserfahrungen. Das heißt, ich muss im Außen irgendwelche Erfahrungen sammeln? Muss man die Erfahrungen haben, dass, wie das geht, dass da jemand steht und sagt, oh, pass mal auf, wir machen das, wie wäre das denn, wenn wir das so anpacken? Bisschen Mut machen, bisschen Zuversicht ausstrahlen, bisschen mithelfen, aber nicht zu viel. Nur bis immer an die Stelle bringen, das Kind oder den Mitarbeiter, wo er wieder ein bisschen selber kann. Das ist ein sehr feinfühliges Geschehen, was da die Begleitperson eigentlich als Aufgabe dann hat. Ja, also das ist so ein Beispiel für die Arbeit auf den oberen Ebenen. Ne? Arbeitet man ganz anders. Natürlich kann man Kombinationen machen. Bei vielen Leuten greift das ja auch ineinander. Und dann fragt man sich vielleicht, okay, wo steige ich als erstes ein? Wo ist bei diesem Menschen die größte Plastizität? Wo ist er am ehesten bereit zu arbeiten? Kann ich erwarten, dass es die höchste Wirkung hat? Dafür brauche ich eine Theorie und viel Lebenserfahrung, Berufserfahrung in einem helfenden Beruf, als Therapeut, als Coach oder als Vorgesetzter. Ne? Mhm. Die Lebenserfahrung ist da unglaublich wichtig, aber die reicht alleine auch nicht, weil ich habe da so viele Konzepte in der Birne und so viele Erfahrungen. Mhm. Wenn ich die jetzt ordnen will und auf den individuellen Fall das Beste aussuchen will, dann ist schon schön, wenn ich eine kleine Navigationshilfe habe. Und Theorien sollten das leisten, Navigationshilfe bei der Auswahl von konkreten Maßnahmen. Ne? Das ist dann der praktische Nutzen der Das ist dann PSI der praktische Nutzen Theorie. Von Theorien, genau. Mhm. Und die ersten enthusiastischen Reaktionen auf die PSI-Theorie, die kamen von Praktikern. Also ich war erst not amused, weil ich, ja, natürlich freut man sich irgendwo ein bisschen, wenn Leute das gut finden, aber das kam vor Applaus von der falschen Seite. Meine Referenzgruppe waren die Grundlagenwissenschaftler, die Kollegen. Ne? Jetzt kommt das also von Führungskräften. Und von denen kam eine verhaltene Reaktion? Die sagten, oder? Oh Mensch, da kann man jetzt endlich mal was mit anfangen. Ich sage, tatsächlich. Ne? Aber was haben denn die Fachkollegen gesagt? Haben die mit dem Kopf geschüttelt oder haben die... Das Kopfschütteln ist ja nicht immer explizit, dass man sieht, aber klar, das hat es gegeben. Aber haben die sie für einen Spinner gehalten oder was haben die gesagt? Das mag auch sein. Ja. Auf jeden Fall haben manche Leute gemeint, der hält sich nicht so richtig an die Regeln oder ein bisschen komisch ist er schon oder ein bisschen abseits, vielleicht auch ein bisschen eingebildet. Kann ja auch alles zusätzlich stimmen. Ne? Mhm. Das musste ich offen halten.
Ich kann auch nicht sagen, dass das spurlos an mir vorbeigegangen ist. Das hat auch schwierige Zeiten gegeben, auch emotional. Aber es hat immer auch Unterstützung gegeben. Also die Wissenschaftslandschaft ist so vielfältig, wie Menschen halt sind. Mhm. Und da gibt es auch Leute, die haben immer diese Vereinfachungsillusionen, die so verkauft werden, nicht gut gefunden. Und die haben nach mehr gesucht. Unter Praktikern war ich eigentlich gewöhnt, so vor 20, 30 Jahren, dass die auch einfache Lösungen, einfache Angebote suchten. Vielleicht auch nur, weil es sie bis dato eben halt auch nur gab. Nur gab oder weil sie wirklich auch daran interessiert waren. Man muss sich doch mal vorstellen, was für einen Druck ein Praktiker, ob das in der Schule ist, ein Lehrer ausgesetzt ist oder eine Führungskraft und so weiter, da mit großen Theorien oder mit komplexen Maßnahmen zu kommen, das ist schon eine harte Nummer. Gerade wenn die Leute schon ausstudiert haben, sagen, also das ist ausgereizt, das Thema für mich. Ne? Mhm. Ja, und da kommt da jemand her und sagt, ja, ich habe aber jetzt nochmal eine andere Nachricht für euch. Mit einem Buch, das irgendwie knapp 1000 Seiten hat. Ja, und da kann ich den Leuten dann meistens, wenn sie nicht lang genug hinhören, und das kann ich denen wirklich nicht verdenken, nicht mal erklären, dass nicht die Theorie 1200 Seiten braucht, ja, ne, bei diesem ersten großen Buch, sondern die Tatsache, dass man mit der Theorie so viel machen kann und so viel anders angehen kann, ja, die erfordert, mir war ganz klar, dass ich die Anwendung nicht den armen Anwendern überlassen kann. Ich meine, ich habe gerade von der Überlastung gesprochen, den viele ausgesetzt sind. Ich kann mir das nicht einbilden, dass ich einfach nur so den Kern eines Stückchen Wahrheit jetzt habe, da mit den beiden Modulationsannahmen, vier Systeme. Herrgott, das ist doch überschaubar. Das kann man noch lernen, das kann man wirklich an einem Tag ganz ausführlich lernen und auch verstehen, auch als Laie. Kein Problem, wir haben bei Impart, wenn da sich einer interessiert, www.impart.de. Genau, das verlinken wir auch nochmal. Ja, können wir ruhig verlinken. Da kann man sich informieren, da machen wir auch Fortbildungskurse, da kann jeder in 3 Tagen oder 3x3 Tagen, 3 Seminaren, die gesamte Psy-Theorie mit Anwendungen, einschließlich Umgang mit den Interpretationen, die Psychologen liefern, was die Testergebnisse angeht, auf den verschiedenen 7 Ebenen sich auseinandersetzen. Das kann jeder lernen, zumindest, dass er schnittstellenfähig wird, dass er mit Psychologen reden kann, dass er versteht, was die meinen, wenn die ihre Begriffe verwenden und was die Kennwerte bedeuten, die die Psychologen ihnen anbieten. Ne?